Hearts of Iron 4, No Step Back. Ja, das ist eine Sache, auf die warten wir jetzt schon eine Weile. Es gab Vermutungen, dass es diese Woche eventuell irgendwas mit dem Release-Datum gibt. Ich sag mal so, nö. Einfach nur nö. Aber wir haben ein paar andere coole Sachen erhalten und können den Release wahrscheinlich jetzt in der Zwischenzeit auf November, Dezember verschieben. Also für den Oktober-Release ist es in der Zwischenzeit schon zu spät, glaube ich. Normalerweise ist es ja so, dass Paradox mit neuen Updates dann erstmal anfängt, Deathstreams zu machen oder irgendwie so ein Gedönse und also ein Zeug haben wir überhaupt nicht. Selbst wenn sie es sein lassen würden, sind wir irgendwie noch ziemlich weit weg von Release, habe ich das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben natürlich guter Dinge und schauen uns an, was heute so besprochen wurde. Und zwar geht es heute um die Combat Width, also die Kampfbreite, wie sich das auswirkt und eben was das Ziel ist. Und außerdem gibt es nochmal einen ziemlich großen Rework der Russen, was ich relativ interessant finde. Das schauen wir uns auch nochmal kurz dann im Detail an. Aber alles in allem ist es jetzt nicht so dramatisch, dass wir jetzt hier ein 20-Minuten-Video machen müssten. Ihr wisst, ich halte das gerne kurz und knapp. Und deswegen, wie immer, wenn euch das Video gefällt, dürft ihr gerne eine Bewertung abgeben, abonnieren, subtrieren, dividieren und teilen nicht vergessen. Gut, dividieren und teilen ist das gleiche. Egal. Wir sehen hier ein schönes Bildchen. Und zwar ist es ein Hund. Und das sind zwei kleine Hunde. Der Hund ist eine 40er Combat Width Division und das sind zwei 20er Combat Width Divisions. Aktuell, im aktuellen Spiel ist es so, dass diese 40er Combat Width Division mit ihren 40 die 20er angreifen würde. Würde diese 20er natürlich vernichten. Würde sich dann der nächsten 20er zuwenden, würde die dann quasi vernichten. Das Ganze ist jetzt so, dass es gesplittet wird. Quasi, man ist nicht mehr in der Lage, also eine 40 Width ist nicht mehr in der Lage, ihre komplette Kampfkraft von 40 gegen eine Division zu richten. Dieser Wert wird in Zukunft gesplittet. Natürlich auch abhängig vom Terrain, wie das da ausschaut und wie die Divisionen überall ausschauen. Das Ganze ist quasi relativ simpel. Es ist ja eigentlich logisch, ne? Kann ja nicht, wenn da zwei 20er Divisionen stehen, dann erstmal, wenn die auf einem Haufen stehen, eine angreifen und dann erst später die andere. Es ist ja Blödsinn, man greift ja beide an, ne? Deswegen macht es auch Sinn, das natürlich den Damage zu splitten. Ziel des Ganzen ist jedoch ganz einfach. Man möchte quasi diese 40 Width, diese ideale Division, wie sie aus Multiplayer-Games kennen, diese ideale Division soll es nicht mehr geben. Ja, es soll nicht mehr sein, dass man sagen kann, okay, du musst 16 Infa 4 Arti spielen oder irgend sowas. Ne? Gibt es nicht mehr. Ist oder 12 Infa 4 Arti. Soll es nicht mehr geben, fliegt raus, ist quasi ineffizient. Aber so soll es auf der anderen Seite auch sein, dass man nicht mehr sagen kann, okay, du brauchst das und das oder das funktioniert nicht. Man möchte es quasi so machen, dass man als Spieler auch einfach mehr ausprobiert, dass man mehr Möglichkeiten hat, dass man nicht mehr nur 12, 4 oder 40 Width vor die Panzer Divisions, das ist einfach eine Sache, die möchte man bei Paradox nicht. Deswegen macht man ein paar Sachen. Zum einen eben diesen Damage umteilen, dass eben diese Angriffswerte gesplittet werden. Die andere Sache, die man außerdem macht, was ich auch relativ nice finde, der Malus, wenn man über der Combat Width ist, also zum Beispiel, jetzt sagen wir, wir haben eine Combat Width von 90, wir haben unsere Divisionsgröße von 35, das heißt, wir würden drei Division reinschicken, weil 70 wäre zu wenig, also würde das Spiel quasi noch eine dritte Division reinschicken, das heißt, wir hätten dann 105er Combat Width und das Spiel akzeptiert in dieser jeweiligen Provinz dann 90, das heißt, wir sind 15 drüber. Das würde uns einen ziemlich hohen Malus geben auf unsere Kampfkraft, offensiv oder defensiv. Das wird abgeschwächt. Inwieweit das abgeschwächt wird, weiß ich noch nicht, aber man sagt, man möchte das quasi so machen, dass es nicht mehr so relevant ist. Also quasi Combat Width ist zwar immer noch eine Sache, sollte trotzdem weiterhin aufpassen natürlich, was man reinschickt. Aber es ist so, dass dieser Malus nicht mehr unbedingt spielentscheidend sein wird. Ne? Bis jetzt ist es so, wenn du wirklich sagst, okay, du hast die ganze Zeit schlechte Divisions mit der Combat Width, dann verlierst du so viel Truppen und hast so schlechte Werte, dass der Feind dich überrennt oder zerdrückt. Das wird es in Zukunft so höchstwahrscheinlich nicht mehr geben. Das musst du dich dann anschauen, wenn es soweit ist. Dann muss man natürlich noch ein bisschen abwarten. Ansonsten ist es auch so, dass das Terrain einfach aktuell ja so ist, dass es quasi 80, 100, 120, 60, 40 Combat Width hat. Das ist auch nicht mehr so, das ist jetzt abhängig vom Terrain. Da ist es dann so, dass es halt auch 86 gibt oder 74 oder 64 irgendwie so. Also ungerade Zahlen oder gerade, aber nicht mehr 10er oder 5er Schritte, sondern halt auch quasi mal 8er oder 4er mit drin, dass du einfach nicht mehr dumm diese 40 Whiffs spammen kannst. Weiß es wieder böse klingt, du kannst natürlich trotzdem noch die 40 Whiffs spammen. Ja, schlägt dich keiner für. Ist halt richtig simpel, ist halt richtig einfach. Würde ich zum Beispiel auch machen bei Panzer Divisions. Die werden auch weiterhin ihren Zweck erfüllen. Aber man möchte halt einfach diese Meta ein bisschen brechen, dass man sagt, okay, die sind jetzt halt nicht mehr ganz so effizient wie 4-10er oder 4-12er zum Beispiel. Ja. Hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Ja, ansonsten gibt es da auch gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Das Einzige, was noch neu mit reinkommt, ist, jede Division hat eine Verstärkungschance, also eine Reinforcement-Chance. Aktuell ist es so, dass Verstärkungen in der Reserve ins aktuelle Schlachtfeld reingeschickt werden, entsprechend ihrer Rangordnung beim Betreten des Schlachtfelds. So, mein ewig langer, unnötiger Satz. Also quasi, wer zuerst kommt, wird zuerst in die Schlacht geschmissen. Das ändert sich jetzt. Und zwar ist es in Zukunft so, dass man eben den Reinforcement-Wert nimmt. Quasi, je höher der Reinforcement oder die Reinforcement-Chance einer Division ist, umso höher ist die Chance auch, dass sie dann in die Schlacht reinkommen. Und deswegen empfiehlt sich hier tatsächlich, die Signal Companies zu nutzen, die nämlich die Chance deutlich erhöhen, dass eine Division gewählt wird. Also quasi, dass man sagt, okay, wir haben jetzt spezielle Divisionen, die wir vor allem fürs Verstärken von Schlachten nutzen wollen oder die ich zuerst unbedingt in Kämpfen haben möchte, dann empfiehlt sich das quasi in eine Signal Company zum Beispiel reinzustecken, weil die quasi die erhöhen Dingswert hier, wie heißt er denn? Ach, ihr wisst, was ich meine. Ja, versteht, was ich meine, ist ja logisch, ne? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn die natürlich schneller reagieren können und schneller hier mit Funken und so, bla, dann können die natürlich zuerst aufs Schlachtfeld drauf. Logischerweise. So, jetzt kommen wir aber zum anderen Punkt, was ich deutlich interessanter finde. Und zwar ist es das Rework vom Rework. Schön. Ich habe mich aber aufgeregt und viele andere auch. Über, muss ich kurz gucken, über das hier. Den Tree. Den Unification of the Exiles. Und zwar ist es der Weg, wo man quasi dann Russland nicht kommunistisch spielt. Ja, haben viele gesagt, der ist einfach zu schwach, zu klein, zu unbedeutend. Die Playtester, ja, sowas gibt es auch bei Paradox. Die Playtester waren da der gleichen Meinung. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, das ist der alte. So war das im letzten Death Diary bei den Russen. Habe ich mir das nochmal rausgesucht, weil ich fleißig bin. Und das ist der neue. Wir sehen, es gibt ein paar neue Entscheidungen, die man treffen kann. Und was außerdem auch neu mit reinkommt, außer dass es jetzt ein paar neue Entscheidungen gibt, ist ein komplett neues System mit anderen Nationen, die aus dem Kriegen heraus entstehen können oder quasi auch ihre Unabhängigkeit erklären und dann quasi ebenfalls mit in diesen Bürgerkrieg eingreifen. Und zwar gibt es eben dann die Möglichkeit, das ist dann irgendwo, jetzt bin ich wieder, nee, doch, bin ich ja schon, wo ist denn das? Wo ist es denn hin? Ah, hier unten. Offer Autonomy to former Soviet Republics oder Bring the Breakaways back to the fold. Also, das Ding ist, man kann zum Beispiel Ukraine, Armenien, etc. Ja, das sind Nationen, die in einem Bürgerkrieg ebenfalls von der Sowjetunion wegbrechen können. Werden, wenn er zu lange dauert. Und je länger er dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wegbrechen. Die kann man eben hier als Verbündete mit reinholen. Oder man kriegt einen Kriegsgrund gegen die Kollegen und die dann später wieder quasi mit ins Reich einzugehen, die dann je nachdem, wie das Ganze funktioniert. Das sieht man hier, so Nationalist Uprising in Ukraine. Quasi Ukraine macht jetzt hier Scheiße, möchte natürlich auch unabhängig werden. Und dann hier haben wir die Möglichkeit, our enemy's enemy is our friend oder this is rightful Russian territory. Dann haben wir hier quasi die Wahl, entweder ja, wir sind alle Freunde und so oder nö, ihr seid unsere Feinde. Ne? Ersteres wäre ein Bündnis, zweiteres wäre quasi Krieg. Das ist aber unabhängig von der Entscheidung, die wir hier unten treffen. Autonomie wäre quasi, okay, die dürfen ihre Unabhängigkeit behalten. Zweiteres wäre quasi, die kommen wieder zurück in unser Territorium. Wie auch hier sehen, declared independence from Soviet Union, mutual exclusive, bla bla, ne, hier ohne, also quasi entweder oder, logischerweise. Und dann können wir hier halt quasi beim ersteren auswählen, so ja, alles cool, macht was ihr wollt. Zweiteres wäre hier, gains retake core state gegen Ukraine. Und das würde dann quasi bedeuten, dass wir hier dann natürlich die Kriegsziele bekommen gegen die Nationen, die sich da rausbrechen. Ich habe mir zweimal das gleiche Bild geöffnet, bin auch so lost, ey, ohne Witz. So, eine andere coole Sache ist, die jetzt auch neu mit reingekommen ist, wenn man wichtige Städte erobert oder generell, was halt das Spiel da vorgibt oder Erfolge feiert, zum Beispiel die Capture of Akmolinsk, ist es so, dass dann in dem Fall die Armee von Josef Stalin, gegen die wir ja kämpfen, desertieren kann und nicht nur desertieren, sondern auch überlaufen. Ja, relativ cool. Man kann quasi dann durch Erfolge, erste Erfolge im Laufe einer Schlacht, kann man dann quasi da dafür sorgen, dass es quasi ein bisschen einfacher wird und dann natürlich für die Sowjets noch deutlich schwieriger. Der Grund, warum man das jetzt überhaupt macht, ist einfach, dass man gesagt hat, okay, das war einfach zu schwierig. Es war einfach nicht möglich. Die Playtester haben gesagt, es ist fast schon unmöglich, mit den Nationalisten einen Bürgerkrieg zu gewinnen. Vielleicht hat sogar kein einziger gewonnen. Wer weiß das schon? Weiß natürlich auch nicht, wie gut die Playtester sind.
bin mir sicher, es wäre was für ein paar Hardcore-YouTuber gewesen, sich da der Challenge mal zu stellen. Und entsprechend der Sache gibt es auch einen vergrößerten Baum nach diesem ganzen Bürgerkrieg. Also wenn der Bürgerkrieg vorbei ist, Restore Glory of the Motherland oder Reconvene the Samsky Sober, quasi das hier mit dem Kirchlichen und da hier Restoration of the Motherland. Kann man entweder oder entscheiden hier. Und das ist auch nochmal ausgebaut worden, einfach entsprechend der neuen Möglichkeiten, die es, oder der neuen Events, die es jetzt hier oben gibt. Entschuldigung, hier sind wir. Ne? Das sind hier der größere Baum. Wir sehen auch hier schon, das ist ein relativ kleiner Bereich hier. Und der ist jetzt ein kleines bisschen ausgebaut worden, wie wir sehen können. Also deutlich mehr Möglichkeiten, wenn man Russland nicht kommunistisch spielen möchte. Finde ich gut. Bin ich wirklich positiv angetan. Also die Stimmen wurden erhört. Gut, mal ein bisschen notgedrungen, weil einfach das zu schwer war. Russland hat jetzt, oder die Kommunisten haben jetzt quasi zusätzlich dann noch das Problem, dass weitere Nationen wegbrechen können und dann natürlich auch noch im Krieg wahrscheinlich mit den Russen, so will ich jetzt mal fest von ausgehen, dass sie für ihre Unabhängigkeit kämpfen müssen. Ist ja nicht so, dass man jetzt auf einmal sagt, ja, by the way, kein Bock mehr auf euch. Lass mal diese, ich bin weg, ciao. Ja, das gibt immer Gewalt. Sieht man ja auch in der Ukraine oder in anderen Teilen der Welt, wo immer bei Abteilungen oder Splittungen von Ländern oder Nationen oder was auch immer, immer Gewalt ist. Ne? Deswegen denke ich mal, das wird hier auch mit Gewalt vonstatten gehen. Und da unten danach ist es quasi auch nochmal ein bisschen weiter ausgebaut. Vor allem auch, dass das hier, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ach nee, warte mal, das ist... Ah, ich bin so blöd. Sorry, my bad. Ich dachte aus irgendwelchen Gründen, dass das nochmal ein extra Bereich ist. Nee, okay. Also das ist ganz normal hier, wie hier auch schon. Und dann gibt es da unten einfach noch mehr Möglichkeiten, was man hier machen kann. Sorry, ich dachte die ganze... dachte das echt die ganze Zeit, dass es hier auch eine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Deswegen war ich hier kurz verwirrt. Aber nee, das ist natürlich die einzige. Das ist hier einfach ein bisschen blöd gesetzt. Da hat der kleine Strich gefehlt. Nee, alles gut. Ignoriert mich einfach. Manchmal bin ich ein bisschen doof. Also das ist hier auch nochmal ausgebaut worden. Mit weiteren Möglichkeiten und Entscheidungen. Past War, also quasi nach dem Krieg gibt es diese Entscheidung erst. Ne? Also, das ist auch mit dem Death Diary tatsächlich schon wieder, das, wie gesagt, war nichts Großes, aber ich finde es mit den Russen sehr interessant, auch das neue Kampfsystem. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie das dann später laufen wird. Ich bin raus für heute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Eure Meinung zu dem Ganzen noch wie immer gerne in die Kommentare. Haut rein. Tschüss.